Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Ja, nach langer Zeit gibt es auch endlich mal wieder von mir ein Tutorial. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, geht es heute darum, wie ihr mit nur wenigen Klicks Minecraft-Mods ganz easy installieren könnt. Für egal welche Version. Los geht's. Als allererstes drückt ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr auf die Seite von dem GD-Launcher. Das ist so ziemlich die einfachste Methode, die mir bekannt ist, Minecraft-Mods zu installieren. Wenn ihr auf der Seite seid, drückt ihr hier unten auf den Download-Button. Dann könnt ihr hier nochmal für Windows auswählen, für Mac oder für Linux. Ich bin jetzt auf Windows 10, deswegen Windows. Dann drückt ihr hier auf Save, wenn ihr euren Speicherort ausgewählt habt. Bei mir wird das jetzt standardmäßig auf den Desktop gedownloadet. Dann könnt ihr die Seite auch schon schließen. Und hier wird es jetzt auch schon gedownloadet. Wir warten einen Moment. Wenn das fertig gedownloadet hat, sieht das auch schon so aus. Dann könnt ihr Doppelklick drauf machen und dann passiert schon alles von alleine. Wenn das Ganze fertig geladen hat, dann öffnet sich hier auch schon ein Fenster vom GD-Launcher und manchmal ist es der Fall, dass euch ein paar Java-Versionen fehlen. Da hat der GD-Launcher aber schon eine ganz entspannte Lösung. Ihr drückt einfach auf Automatic Setup, dann werden euch schon die Java-Versionen runtergeladen und ihr müsst nichts machen. So, wenn das fertig geladen hat, dann kommt ihr schon zur Anmeldeseite. Ich empfehle euch hier, euch mit eurem Microsoft-Account anzumelden, was gleichzeitig auch euer Minecraft-Account ist. Da drücke ich jetzt mal drauf und dann kommt ihr hier zu der Anmeldeseite von Microsoft und da gebt jetzt eure E-Mail ein, drückt auf Weiter, dann gebt ihr euer Passwort ein. Also wie gesagt, das ist einfach euer Microsoft-Konto, also einfach die E-Mail und das Passwort von eurem Microsoft-Konto. Dann drückt ihr hier auf Anmelden oder auf Sign In, je nachdem welche Sprache. Und dann kommt ihr auch schon in dieses Einführungsfenster, nenne ich es mal. Dann werdet ihr hier schon begrüßt. Ihr könnt einfach alles hier skippen. Das ist nicht wirklich wichtig. Dann kommen hier die neuesten Patch Notes vom GD-Launcher und dann kommt ihr hier schon hin. Relativ versteckt ist hier unten links ein Plus. Da drückt ihr drauf und dann könnt ihr auswählen, ob ihr hier eine ZIP-File importieren wollt. Das ist erstmal nicht wichtig. Feed the Beast Mods kennen einige vielleicht. CurseForge, auch sehr bekannt. Könnt ihr ganz viele verschiedene Modpacks runterladen. In diesem Tutorial konzentrieren wir uns aber eher auf Vanilla. Allerdings ist das nicht ganz Vanilla, sondern ihr könnt hier nochmal zwischen Vanilla, Forge und Fabric unterscheiden. Vanilla ist einfach ohne Mods komplett. Da könnt ihr einfach irgendeine Version auswählen, wie auch im normalen Minecraft Launcher. Allerdings gibt es hier auch noch die Möglichkeit, Forge-Version und Fabric-Version runterzuladen. Forge ist, würde ich sagen, bekannter als Fabric. Wenn ihr schon Mods im Auge habt, die ihr euch runterladen wollt, dann wisst ihr wahrscheinlich, welche Version, also ob Forge oder Fabric, ihr runterladen wollt, weil das da meistens dran steht. Aber ich spiele gerne mit Fabric, weil ich gerne Vanilla spiele, aber mit ein paar zusätzlichen Mods. Diese Mods sind nicht sowas wie, ihr bekommt neue Schwerter oder sowas, sondern ihr habt eine Minimap oder Wegpunkte, einfach Mods, die euer Vanilla-Erlebnis etwas vereinfachen und gemütlicher machen. Deswegen entscheiden wir uns jetzt hier für Fabric. Wir gehen auf Releases und auf die neueste Version. Zu dem Zeitpunkt ist das die 1.20.4. Dann könnt ihr hier nochmal zwischen Zwischenversionen entscheiden. Ich würde euch auch einfach empfehlen, das Neueste zu nehmen. Wenn ihr hier drauf gedrückt habt, seht ihr hier nochmal die Übersicht. Könnt ihr unten auf den Pfeil. Könnt ihr hier noch einen Namen auswählen, das ist komplett egal, ist euch überlassen. Ich wähle hier jetzt 1.20.4 aus, drücke nochmal auf den Pfeil rechts und dann wird auch schon alles gedownloadet. Ihr könnt die einmal starten mit einem Linksklick, dann dauert das ein bisschen. So, wenn ihr Minecraft das erste Mal gestartet habt, dann maximiert ihr das wahrscheinlich und dann könnt ihr es auch schon wieder schließen. Es ging nur einmal darum, das zu starten, damit alle Ordner und so erstellt werden. Um jetzt Mods zu installieren, macht ihr Rechtsklick, Manage und dann hier auf Mods, Add Mod. So, dann könnt ihr jetzt nach allen möglichen Mods suchen. Nicht alle Mods, die es für Fabric oder für Forge gibt, sind hier auch im GD-Launcher. Manche erlauben das einfach nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist Optifine. Die wollen das nicht, dass man das irgendwo anders anbietet oder in verschiedene Modpacks macht. Deswegen werdet ihr in Modpacks auch nie Optifine finden. Meine standardmäßigen Mods, die ich immer downloade, sind Just Enough Items. Ich brauche es nicht wirklich, aber es ist einfach irgendwie so ein Nostalgiefaktor, wenn da rechts diese
Items aufgelistet werden. Eine sehr gute Empfehlung von mir ist Xeros Map, Minimap, Worldmap, wie ihr es nehmen wollt. Wenn ihr Xero eingibt, dann seht ihr hier schon ein paar Vorschläge. Ich empfehle euch einfach die Worldmap und die Minimap. So, jetzt haben wir uns ein paar Mods runtergeladen. Einmal Just Enough Items, Controlling und Xeros Minimap und Worldmap. Was diese anderen Sachen hier sind, das ist einfach quasi wie so das Grundgerüst von den Mods, worauf die Mods gebaut sind. Also die werden automatisch runtergeladen, fasst da einfach nichts an bei irgendwelchen APIs oder sowas. Das ist wichtig. So, dann könnt ihr auf Play drücken. So, nach einer kurzen Zeit startet Minecraft dann auch schon wieder. Und wenn ihr jetzt auf Singleplayer geht und da eine neue Welt erstellt, ich mach mal jetzt hier Creative, dann seht ihr auch schon oben links eine Minimap. Und mit M öffnet ihr dann diese große Map. Wie ich euch auch schon gesagt habe, könnt ihr hier reinzoomen, rauszoomen, alles was ihr machen wollt. Und ja, wenn ihr dann E drückt, dann seht ihr hier auch schon Just Enough Items. Und ja, so easy könnt ihr Minecraft Mods installieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert, kommentiert, teilt das Video. Aber wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich antworte auf alle Kommentare, so gut es geht. Also viel Spaß, wenn ihr ab jetzt nur noch Minecraft mit Mods spielt. Bis dahin und ciao, Leute.